Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastor's Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Iris und Bernd C. und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit und um Richtungshilfen geht es hier. Herzlich willkommen zum POP 105. Genau. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast, weil das Thema heute ist mega spannend. Wir sprechen heute darüber, warum unsere Gedankenwelt ein Schlachtfeld ist. Und guck mal, wir haben mal so ein bisschen was Schlachtfeldmäßiges heute mitgebracht. Kanone und ja, da geht's zur Sache. Es gibt ein paar News, die machen wir heute, glaube ich, knackiger. Und ich möchte starten mit dem Zitat der Woche. Das ist dieses Mal von John Sanford. John und Paula Sanford waren Pioniere für das Thema innere Heilung im Christlichen. Und ich kann besonders ihr Buch Die Umgestaltung des inneren Menschen nur wärmstens empfehlen. John Sanford hat gesagt, es gibt immer noch Bereiche in jedem Herzen, die noch nicht vom Evangelium durchdrungen sind. Das fand ich spannend und letzte Woche haben wir ja auch kurz gesagt, die Seele ist der Bereich, der immer Arbeit bedeutet und erst in der Ewigkeit abgeschlossen, vollendet sein wird. Und ja, in diese Richtung möchte ich mich gerne mit euch unterhalten. Wie ist das mit den Gedanken? Warum sind die so umkämpft? Wer kämpft darum? Und wie können wir erfolgreich unsere Gedanken auf die richtigen Dinge lenken? Das ist ja doch das, worum es geht, damit es uns ganzheitlich, wie man so schön sagt, gut geht. Das stimmt. Dazu ist wichtig, dass du dich erinnerst, der Mensch ist Geist, hat eine Seele und lebt in einem Körper. Das ist das biblische Menschenbild. Und die Gedanken gehören zum Bereich der Seele genauso wie der Wille und die Gefühle. Unser Körper ist das Offensichtlichste an uns. Und auch unser Körper sendet Signale in die Gedankenwelt. Also regelmäßig, wenn wir hier Aufzeichnungen haben und die lange dauern, wir stehen in einem Lager und da gibt es keine Toilette, dann sagt mein Körper, Iris, geh nach Hause, du solltest mal die Toilette aufsuchen. Und das ist dann manchmal ein sehr dominanter Gedanke. Hunger. Wenn der Magen knurrt und schon vorher sagt der Körper, ich will was futtern. Und Wikipedia sagt, nach aktuellem Forschungsstand ist das Glucose, also das Blutzuckerniveau im Blut, der Auslöser. Dieser Wert wird von Rezeptoren in Leber und Magen an den Hypothalamus im Zwischenhirn gemeldet und dann kommt das Ding in deinem Kopf an. Ich habe Hunger, ich will was essen. Aber auch die Seele selbst sendet Signale an die Gedankenwelt. Du hast Erinnerungen, du hast Prägungen. Du hast Gefühle, Glaubenssätze, Überzeugungen, die du verinnerlicht hast. Und all diese Dinge projizieren Aussagen in deine Gedankenwelt. Schulz von Thun, Kommunikationswissenschaftler? Richtig. Seinen Namen hört man häufig und er hat einen Begriff geprägt, nämlich das innere Team. Vielleicht hast du das schon gehört. Wenn wir so in uns hineinhorchen, dann hören wir schon auch mehrere Stimmen, Bernd, oder? Auch ohne, dass wir jetzt zum Psychiater müssen, deswegen. Ja. Hast du auch, ne? Haben Männer auch? Ja, Männer haben das auch. Gut zu wissen, sonst hätten wir ja schon einen Großteil der Zuhörer verloren auf dem Weg. Da gibt es diese Stimme, die sagt, zum Beispiel, wenn der Körper sagt Hunger, dann gibt es diese Stimme der Vernunft, die sagt, nein, nein, wir essen jetzt nichts, wir wollen ja Gewicht reduzieren. Dann gibt es die andere Stimme, die sagt, oh, ich habe heute schon so viel gearbeitet, das habe ich mir jetzt wirklich verdient, den Schokoriegel. Und dann kommt, kennt ihr das? Ne? So diese innere Streit, das ist jetzt noch ein harmloses Thema und dann gibt es vielleicht noch die Stimme von deinen Eltern früher, die immer gesagt haben, wenn du und dann und ja, das Ziel beim inneren Team ist dann, diese Stimmen konstruktiv zu steuern und auf ein sinnvolles Ergebnis hinzulenken. Aber das ist ein eigenes Thema. Was wir als Christen jetzt wissen, ist aber auch, dass die Gedanken, die wir haben, nicht nur aus den unterschiedlichen Bereichen unseres Seins kommen, sondern wo können die noch herkommen? Die können von außen kommen. Von außen kommen, genau. Und das nicht nur aus der sichtbaren Welt, sondern auch
aus der unsichtbaren Welt. Ich kenne doch die Bilder, wo das kleine Teufelchen, das kleine Engel rechts und links sitzen und dann Einflüsse machen. Das ist zwar jetzt ein sehr kindliches Bild, aber tatsächlich ist das, was passiert. Da flüstern Mächte auf uns ein, die wir nicht sehen können, die aber sehr real sind und die sehr unterschiedliche Absichten mit uns haben. Ganz genau. Und wir können das abtun oder wir können das ernst nehmen. Und wenn wir es ernst nehmen, dann können wir was daran ändern. Solange wir Dinge ignorieren, können wir sie nicht verändern. Hi. Ja, wir sind häufig geübt darin, Impulse von Körper oder Seele wahrzunehmen und ihnen Platz in unseren Gedanken zu geben. Aber wie bekommen wir es hin, dass die positiven geistlichen Impulse, die von Gott kommen, von seiner Seite kommen, dass wir die nicht verpassen in dem ganzen lautstarken Disput, der vielleicht in unserem Innern abläuft. Und das zu lernen, das ist total spannend, aber das ist auch genau der Punkt, der dir hilft, siegreich oder wie die Welt sagt, erfolgreich zu leben, was für mich das Gleiche ist. Stimmt. Einen Bibeltext habe ich uns heute mitgebracht, den würde ich unheimlich gerne mit euch teilen. Und was magst du den lesen? Genau, dachte ich gerade. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündigt worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das ist ein ganz starker Text. Der beschäftigt mich seit ein paar Tagen im Punkt Gedanken. Und festhalten möchte ich, deine und meine Gedankenwelt ist die Kommandozentrale für unsere Worte und unsere Handlungen. Das heißt, eigentlich bist du letzten Endes deine Gedanken von gestern, oder? Ja, so. Sie steuert unser Leben, die Gedankenwelt. Sie gibt uns die Richtung, beeinflusst die Gefühlswelt und sogar, das hat uns die moderne Medizin gelehrt, die körperliche Gesundheit. Und wenn ich jetzt diesen Bibeltext so anschaue, finde ich in Vers 6 etwas ganz Wichtiges. Ich soll nämlich das eine lassen, mir Sorgen machen und stattdessen etwas anderes tun, nämlich mit Gott sprechen. Wenn du alles vergisst, was wir heute sagen, und du nimmst nur diese eine Wahrheit mit, dass du das bewusst umlernen kannst. Sorgen kommen und du nimmst sie und bringst sie im Gebet zu Gott und du sagst, Jesus, das macht mir Angst, davor fürchte ich mich, ich will mich nicht sorgen, ich bringe dir diese Last und ich vertraue dir, dass du mir aus dieser Misere raushilfst. Vielleicht hat das mit deinen Finanzen zu tun, vielleicht mit den Kindern, die dumme Entscheidungen treffen oder ja, auf der Arbeit irgendein Problem mit einem Kollegen, was auch immer deine Sorge ist, vielleicht ist es eine Krankheit von dir selbst oder jemandem, den du lieb hast, wirf sie auf Gott. Negative Gedanken können diese Situation nicht verändern, aber sie machen dich kaputt. Sie machen dich traurig, hoffnungslos und verzweifelt. So achte darauf, dass du das umdrehst. Weil jeder, der sich sorgen kann, ist fähig, Dankbarkeit zu lernen. Und Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben, sagen schon die Alten. Da ist was dran. Ich komme raus aus depressiven Gedanken und aus Sorgen und aus Ängsten, wenn ich die an die richtige Stelle adressiere und gleichzeitig von dieser Stelle durch Dankbarkeit all das an Kraft ziehe, was verfügbar ist. Und das ist weit mehr, als wir brauchen. Wir investieren dann Arbeit in was, wenn wir wissen, dass es sich lohnt und dass hinten was Gutes bei rauskommt. Deswegen möchte ich Vers 7 mit euch anschauen. Da heißt es nämlich hier, dann wird der Frieden Gottes,
der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Der Friede Gottes, das ist ein Zustand, das griechische Wort Irene, hübscher älterer Vorname Irene, Friede, heißt nach einem Kampf, nach einer Schlacht, die Ruhe genießen, sich erholen, im Bewusstsein stehen, der Krieg ist vorbei und ich kann mich wieder entspannen. Das ist dieses Wort, was hier steht, und dieser Zustand der inneren Gelassenheit, einer gewissen Souveränität und Nichterschütterbarkeit, einer tiefen Zufriedenheit und einer tiefen Zuversicht. Das ist ein erstrebenswerter Zustand, findest du nicht auch? Absolut. Hey, und du kriegst ihn, indem du einen Trick ausübst und deiner Seele jedes Mal, wenn sie anfängt, sich Sorgen zu machen, eine Gebetszeit verordnest und einfach den gleichen Satz, den du sorgenvoll gedacht hast, an Gott richtest und sagst, Herr, hilf mir dabei, ich lege das jetzt bei dir ab. Lass das doch mal eine Woche sein, in der du das übst und schau, ob der Friede nicht zunimmt. Und wenn ja, dann schreib es doch in die Kommentare oder vielleicht hast du noch einen Tipp, der anderen auch hilft, da weiterzukommen. Ja, und dann steht da noch etwas in Vers 8. Richtet eure Gedanken auf die Dinge. Und die Bibel, Gott, verlangt nicht etwas von mir, was ich nicht kann. Wenn die Bibel mir hier sagt, richtet eure Gedanken auf die Dinge, dann heißt das, wir können unsere Gedanken verändern. Gott sei Dank. Wir sind dieser Negativspirale nicht ausgeliefert. Wir können die abschneiden. Nicht sofort. Wir haben ja auch lange gebraucht, um dahin zu kommen, um so schön abwärts zu trudeln. Wir sind konditioniert. Aber es geht und es wird besser und besser und besser und besser. Wir können unsere Gedanken ändern. Und ich wurde erinnert an unseren Pop Nummer 49. Da waren wir auf der Burg Adek, erinnerst du dich? Ja, im Mai letztes Jahr. Festung. Und da geht es um so Gedankenmuster, wenn das dich beschäftigt. Schau dir den doch ruhig nochmal an, Pop Nummer 49. Das Ändern unserer Gedanken ist ein Prozess, der Arbeit bedeutet, aber unendlich lohnenswert ist. Und das Coole ist, Gott hat uns hierbei auch noch seine Hilfe versprochen. Ich muss nicht mal das alleine machen. Arbeit in meinem inneren Chaos drin. Gott zieht bei mir ein, wenn ich ihn darum bitte. Und er hilft mir beim Aufräumen. Also ich fühle mich sehr geliebt, wenn mir jemand hilft. Hilfsbereitschaft, eine der 5 Liebessprachen, ist absolut meine. Und Gott sagt mir in der Bibel, frag mich doch. Wir sind viel zu viel autonom unterwegs und dafür sind wir gar nicht geboren. Autonom meine ich in dem Zusammenhang ohne Gott. Wir leben so, als wäre Gott gar nicht da. Wir dürfen ihn nicht bitten. Und er macht die Dinge leicht. Und er gibt auch der Willenskraft so ein bisschen Support mit seiner Gnade und mit seinem Heiligen Geist. Es gibt noch mehr Strategien und Hilfsmittel. Und in 2 Wochen möchte ich das Thema gerne vertiefen. Und der Bernd hat etwas entwickelt. Das haben wir unter anderem auch im Ehebuch mit drin, zwar den Gedankenproduktionsprozess. Da gehe ich jetzt heute nicht drauf ein, wie das die Handlung, die Gedanken, die Worte, wie das alles sich gegenseitig beeinflusst und verstärken kann. Das ist ein spannender Bereich. Da ist ja vieles von Schulz von Thun drin. Stimmt. Das 4-Augen-Modell. Also es hat ein ganzes Kapitel über Kommunikation, was nicht nur in der Ehe sehr, sehr hilfreich ist. Ich sage euch, ja, das, ist das gut. Sollten wir als Handwerkszeug in unserem Leben haben. Ja. Ganz genau. Und eine der Strategien, die gebe ich hier noch mit. Der erste Punkt war, verwandel die Sorgen in ein Gebet. Die zweite Strategie ist, pass auf, was du in den Gedankenpool hineinlässt. Es gibt so ein Kinderlied, ne? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst und so weiter. Das klingt kindlich und klingt so ein bisschen, als wäre Gott ein Kontrollfreak, wenn man negativ drauf ist. Aber eigentlich heißt es, hey, wenn du keinen Müll reinlässt, musst du auch nachher dich nicht um den kümmern. Wenn du Dinge gar nicht, Gedankenangebote dir gar nicht anhörst, stehst du weniger in der Versuchung, sie zu kaufen. Also mir geht das so, wenn ich YouTube gucke, ich habe dieses, nicht das teure oder gegen Entgelt, sondern das normale, wo ich halt Werbung habe und somit quasi bezahle, aber ich drücke immer, sobald es geht, auf Weiter, weil ich will mich nicht triggern lassen. Ich will keine Angebote durch meinen Kopf ziehen lassen und dann am Endkauf Entscheidungen treffen und Dinge holen, die ich gar nicht gebraucht habe. Und bei den Gedanken ist das so, was liest du?
Wem hörst du zu? Nachrichten, das war letzte Woche so ein Punkt, wo du gesagt hast, hey, weniger davon ist mehr. Und wo kannst du Sachen abschneiden? Wo kannst du vielleicht Benachrichtigungen auf deinem Handy ausschalten? Die Tante Frieda hat eine WhatsApp geschrieben. Oder NTV, da ist jetzt wieder ein Virologe, der hat noch eine ganz andere Meinung. Scheißegal, entschuldige das Wort. Schneid dich doch ab davon und lass weniger von diesen Dingen in den Gedankenpool einfließen. Dann musst du weniger nachher rausfiltern. Glaub mir, die wirklich wichtigen Dinge bekommst du sowieso mit. Ja, die bekommst du mit. Auch selbst wenn du nie Nachrichten schaust, das wirklich Wichtige, irgendeine wird es dir erzählen, okay? Und der Rest, der kommt und geht sowieso jeden Tag. So Nein. ist es. Das Thema, das Schlachtfeld der Gedanken, beschäftigt mich nicht nur für den Pop, sondern auch in meiner kleinen Gruppe. Und ich habe ein kleines Formular entwickelt für die Leute, die daran teilnehmen. Die Gruppe ist übrigens voll, du brauchst nicht schreiben. Es ist leider kein Platz mehr frei. Aber wenn du das Formular möchtest, dann abonnier doch gerne unseren CCLM-Newsletter, weil das schicke ich dann in einem der nächsten Rundbriefe mit raus und dann kannst du das für dich persönlich auch nutzen. Es hilft dir ein Stück weit dabei, deine Gedankenwelt ein bisschen zu analysieren und zu gucken, wo muss ich ansetzen. Ja, genau. Okay, dann ist jetzt eine gute Zeit für dich, für den Fall, dass du noch gar nicht da bist, dass du sagst, hört sich alles nett an, aber wer ist dieser Jesus überhaupt? Habe ich bisher noch nicht so wirklich eine Beziehung zu. Und das ist der Start, also christlicher Glauben oder Glauben an Gott heißt nicht, ich gehöre zur Kirche X oder Y, heißt nicht, ich gebe so und so viel Geld oder ich bin so und so gut oder ich arbeite so und so mit, sondern es heißt erstmal, ich habe eine Beziehung zu Gott. Gott und ich, wir haben eine Beziehung, da ist was Lebendiges zwischen uns. Nicht Religion, sondern Beziehung ist Glauben, okay? Und jeder, der das möchte und noch nicht hat, es ist nur ein Gebet entfernt, eine Entscheidung von dir entfernt. Nicht meine Entscheidung, nicht meine Worte, deine Entscheidung verändern hier alles. Und wer das möchte, wer wirklich sagt, ich möchte mit Christus in Kontakt sein, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte Vergebung für meine Lebensschuld haben, weil das trennt uns von Gott. Und wir alle haben sie oder hatten sie. Und dann nimmt er sie weg und wir haben Zugang zu Dingen, die uns bis dahin völlig unmöglich und oft unverständlich waren. Ja. Okay, wer das möchte, hebt doch mal eine Hand zu Gott als Zeichen und sprich mir nach. Herr Jesus. Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und darum bringe ich dir jetzt jede Sünde meines Lebens. Herr, das tut mir leid. Bitte vergib mir. Wasch mich rein davon. Ich entscheide mich. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Sei mein Herr. Amen. Wunderbar, das war der Startschuss. Und jetzt beginn mit ihm zu leben, in deinem Alltag. Beginn mit ihm zu sprechen, wie mit deinem besten Freund. Warum nicht morgens eine Viertelstunde früher aufstehen und die Bibel aufschlagen und im Lukas-Evangelium einfach ein paar Verse lesen und mit ihm reden und sagen, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dann schau mal in dich rein, weil die Bibel sagt, wenn du dieses Gebet vorhin ernsthaft gebetet hast, ist der Heilige Geist Gottes, also die dritte Person der Gottheit, in dich eingezogen. Das heißt, er ist jetzt nicht nur um dich, er ist in dir. Und er kann dir Dinge sagen, die du auf einmal erkennst. Auf einmal weißt du, was du vorher nicht wusstest. Auf einmal hörst du innen drin Worte oder Erkenntnisse, wo du denkst, wow, das hilft mir gerade. Und das genau passiert, wenn du anfängst, mit Gott zu leben. Ich wünsche dir alles Liebe und wenn du mir schreiben möchtest, schicke ich dir noch eine Kleinigkeit zu, einfach als Willkommensgeschenk im Reich Gottes. Ich weiß nicht, ob wir uns jemals sehen, aber du bist jetzt angekommen an dem wichtigsten Ort der Welt, nämlich in der Beziehung mit Gott. Alles andere, er kann dich führen, er kann dich zu einer guten Kirche führen in deiner Umgebung und er kann dir weiterhin dienen und wird dich aufstellen in einer Art und Weise, die du bisher nie für möglich gehalten hast. Genau, das ist wirklich wahr. Hey, wenn du dieses Video hilfreich findest, dann gib uns doch einen Daumen hoch. Das freut uns, aber das ist eigentlich gar nicht mal der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass jedes Video mit mehr Reaktionen natürlich auch mehr Menschen angeboten wird. Und wir wünschen uns so sehr, das Wort Gottes, das gute Impulse, eben auch die unsrigen, ganz, ganz viele Menschen erreichen. Ganz genau. Ja, was gibt es noch zu wissen? News, wir haben über 20 neue Kleingruppen am Start. Wenn du interessiert bist und in der Nähe von Limburg wohnst, schau doch mal auf unsere Website, dort findest du auch unsere Kleingruppen. Unter Veranstaltung, glaube ich, steht es.
Ja, abonniere unseren Newsletter dort auf unserer Website und dann bekommst du Infos mit, die wichtig sein können. Zum Beispiel von jeder Predigt, die ein Handout hat, bekommst du das dann dort mitgeschickt. Du bekommst Infos, wann der nächste Pop oder eine andere Sendung online ist. So bist praktisch vernetzt mit uns. Unsere nächste Taufe, einige Fragen danach, ist am 11. Juli. Mitgliedsseminar ist kurz davor. Am 3. Am 3., genau. So, wenn dich das interessiert und du denkst, du gehörst zum Christuszentrum, so von Herzen schon und möchtest auch offiziell aufgenommen werden, dann bitte melde dich bei uns. Dann haben wir die neue Pflichtlektüre, unser Must-Have-Book. Begrenze Gott nicht, ein fantastisches Buch. Du wirst es lieben, es ist kurz und knackig, 100 Seiten, 120 Seiten, aber oder nicht ganz, aber es ist voll mit kraftvollen Gedanken, die dich wirklich die dich weiterbringen und dir helfen. Die dir helfen, Gott nicht länger zu begrenzen, das wollte ich eigentlich sagen. Weil das ist, worum es geht. Wir begrenzen Gott mit Kleinglauben, mit Unglauben, mit Ängsten, mit Sorgen. Und er zeigt hier sehr praktisch und auch sehr klar, wie man daraus kommen kann. Das wünsche ich euch sehr. Super. Wenn ihr es haben wollt, E-Mail mit Must-Have-Book, Überweisung 13 Euro mit dem Titel Must-Have-Book und deiner Postadresse und dann schicken wir es dir portofrei zu. Und dann haben wir noch unsere neuen Produkte, die haben wir das erste Mal gezeigt. Unser Buch ist da, Quality Time in der Ehe, die Zeit zu zweit genießen. Du kannst es überall kaufen, natürlich auch bei Amazon und Co., aber wir freuen uns, weil wir sind ein kleiner Verlag, wir haben das mitproduziert. Wenn du es bei uns direkt kaufst, bleibt ein bisschen mehr hängen, wenn du das supporten möchtest. www.my-qt.de ist unser Shop auch. Da könntest du das Hörbuch, das Buch und auch andere Produkte von uns gerne bestellen. Wir liefern auch versandkostenfrei und schnell und wenn du möchtest sogar mit einer Signatur oder sogar einer kleinen Widmung, schreib es einfach dabei. Ja, so viel hierher. Wir wünschen uns dann weiterhin, ihr habt ja angefangen, eure Rückmeldung. Ja, wir freuen uns total, wenn ihr uns sagt, was ist mit dem Pop, wie sollen wir weitermachen? Möchtet ihr, dass es weiter so geht wie bisher, einmal die Woche? Oder sollen wir es einmal im Monat machen oder öfters oder anders? Was interessiert dich? Gebt uns gerne Rückmeldung und dürft auch gerne schreiben, was euch gefallen hat. Einfach eine Rückmeldung so von Mensch zu Mensch. Das kommt bei uns immer gut an. Wir freuen uns immer riesig über jede Rückmeldung, die kommt, über jeden Kommentar, den wir dann nachher unter dem Video finden. Ganz fantastisch. Vielen Dank für alle, die sich hier Mühe machen, das zu tun. Es ermutigt uns sehr, weil wir spüren dann, es kommt was an. Das ist nicht nur, wir reden zur Kamera, sondern es sind echte Menschen und die reagieren auch ein bisschen, wenigstens mit einem Satz oder so. Oder von wo du es hörst. Das ist total spannend für uns. Ja, wir fragen uns auch, und das ist besonders wichtig, dass du uns eine konkrete Rückmeldung gibst, sollen wir den Pop weitermachen wie aktuell, also einmal wöchentlich? Ja. Wir sind ja von Start Corona-Zeit 6-mal wöchentlich auf einmal wöchentlich jetzt runtergefahren und empfanden, das passt auch. Jetzt hat sich die Zugriffszahl so ein bisschen eingependelt und wir fragen uns, hey, würde vielleicht auch einmal im Monat reichen? Oder sagst du, nein, auf keinen Fall, 2-mal in der Woche wäre noch besser oder alle 14 Tage. So, das ist so die eine Frage, wie oft soll der Pop kommen? Ja. Was wünschst du dir? Und die zweite Frage, sollen wir, das ist so was, was uns sehr bewegt, auch natürlich, weil Eheberatung, Ehearbeit, das Buch, das ist ein Thema, was uns beschäftigt. Schon gut. Okay. Talk for Two, das war so ein Arbeitstitel, der uns bewegt und wir fragen uns halt, hey, gibt es da draußen Leute, die uns zuhören würden für das Thema Ehe? Dann überlegen wir da was Eigenes auf die Beine zu stellen und euch zu segnen. Ja, ja. Schreib mal, ob das was Interessantes wäre für dich. Das wäre ein größerer Aufwand für uns, aber deswegen müssen wir wissen, ist das wirklich gewollt? Es gibt ja viele gute Ehedienste auch in Deutschland, wahrscheinlich auch online. Wir sind jetzt nicht ganz so informiert, aber wir machen ja auch Seminare zum Thema und das Buch ist ja gerade jetzt auch so ein praktisch wandelndes Eheseminar, was wir auch ganz praktisch in anderen Gemeinden einsetzen und anwenden in Seminarform. Und warum nicht auch das hier in kurzen Quick-Videos mit Talk for Two-Titel oder wie auch immer. Genau. Wäre dann ein eigener Kanal, würde dann auf einer anderen Schiene laufen, aber ja, die Gedanken haben wir. Ja, vielleicht hast du noch ein Gebet für uns? Definitiv, genau. Ich möchte für dich beten, dass du das mit der Gedankenwelt auf die Reihe bekommst. Und wenn du das möchtest, schließ doch einfach deine Augen und empfang diesen Segen. Vater Gott, ich bete, dass du den Zuschauern, Zuhörern Mut schenkst zur Veränderung der eigenen Gedankenwelt. Ich bete für alle die, wo es besonders ja innerlich dunkel ist und negativ und wo Hoffnungslosigkeit sich breit gemacht hat, dass dein Licht das durchdringt. Dass gerade jetzt durch die Kraft deines Heiligen Geistes
Menschenherzen berührt werden und dauerhaft verändert werden. Ich binde Hoffnungslosigkeit und setze Freude frei. Ich binde Niedergeschlagenheit und setze den Frieden und die Zuversicht, die Gott dir geben möchte, frei. Herr, ich bete, dass du den Menschen hilfst, dass sie von dir persönlich göttliche Strategien entdecken, die ihnen weiterhelfen bei der Veränderung ihrer Gedankenwelt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du redest, ganz persönlich, ich setze den Geist der Weisheit und Offenbarung frei für dich, dass du mit Gott Hand in Hand lernst, wie du Schritt für Schritt aus der Negativspirale austrittst und in eine Positivspirale eintrittst. Und wie du durchbrichst zu einem Leben voller positiver Gedanken, voller Dankbarkeit im Herzen und voller Lebensfreude. Damit segne ich dich in dem kostbaren Namen von Jesus. Amen. Amen. Wundervoll. Ja, verbind dich mit uns auf die üblichen Weisen. Ja, Facebook, Instagram oder eben unsere Newsletter. Und gib nicht auf in dieser Zeit. Halt die Dinge hoch, wir sind auf einem Schlachtfeld in gewisser Weise geistlich, wir werden angegriffen, das sind Mächte, die uns nicht so lieben und dann gibt es Gott, der uns mehr liebt als irgendetwas sonst und der meint es gut mit uns. Und darum in all dem, was gerade so um dich herum ist, was gerade passiert, was dich frustriert oder dich begeistert, vergiss die eine Sache nicht, lass es nie aus deinen Augen. Gott ist schuld. An allem Guten in deinem Leben, Jawohl. Die Weisheit und die Wahrheit trägt durch jede Zeit. Amen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, sag bis Sonntag oder bis nächsten Pop und freue mich auf deine Kommentare. Mach's gut. Dich. Tschüss. Bye, bye.